Schaut euch mal an, wie verrückt hoch das ist. Wow, Alter! Ich habe wirklich richtig Schiss. Ja, schön, dass ihr schon mal da seid. Ist immer kein gutes Zeichen. Endlich kommt auch mal der Meini hier zur Skisprungschanze. Alter, schau dir das an. Herzlich willkommen hier bei der Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen. Ja. Hier ist deine heutige Aufgabe. Lass dich blitzen. Mit 80 km/h. 80 km/h ist so krank schnell auf dem Schlitten. Das ist ganz simpel, Meini. Du musst einfach nur eine dieser 4 Schanzen hier runterfahren und dabei schneller als 80 km/h werden. Dann hast du heute gewonnen. Du musst nur laufen lassen, das ist doch ganz einfach. Nicht jetzt schon sterben. Erst gleich. Erst gleich, ja. Erst gleich. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist heute mal wieder relativ hoch. Ich habe gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Das ist überhaupt nicht, das ist gar nicht das, was ich machen will. 80 km/h, das ist einfach kein natürliches Tempo. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Schaut euch das an. Und einen Leichensack hast du auch schon, ne? Hey, das ist der Klassiker. Ich meine, früher, du kannst dich erinnern, als wir noch nichts hatten, noch keine Stars waren, da sind wir noch so, hatten Spaß am Hügel. Ja, gut. Arsch drauf und los. Da ist auch die Ari noch gerutscht. Die echten DSDN-OGs wissen natürlich, dass Ari hier hinten schon mal runtergefahren ist. Aber da wissen wir bis heute nicht, wie schnell sie war. Das ändert sich heute. Also, du kannst dir aussuchen, was immer du willst für ein Gefährt. Hauptsache, du bist 80 km/h schnell, um heute zu gewinnen. Ich treffe jetzt mal die Leute von dem Blitzer und so. Josh, das ist ein echtes Blitzergerät. Das ist ein echtes Blitzergerät. So wie es auf der Straße steht. So wie es auf der Straße steht. Echt? Und es ist auch ein Blizzard Operator, wie er im Buche steht, der Schorsch. Das ist wie eine Lichtschranke. Ah, okay. Der fährt da durch, ja. Und diese 3 Augen, da wenn er durch ist, ja, löst die Kamera aus, wenn er schnell ist. Ich bin jetzt ganz drauf, wie schnell das heute ist. Leute, und dann brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Bei der Nummer heute kann man sterben. Deshalb braucht der Meini schon sein Ninja Turtle Outfit. Leute, ich find's wirklich vollkommen verrückt. Ich habe wirklich richtig Schiss. Du kommst ja nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Fängst du bei dem Mini-Hügel? Ja, sicher. Ich muss jetzt erstmal das Material testen und mich entscheiden, was der beste ist. Und da kann ich mich ja nicht gleich in Lebensgefahr begeben. Oh, Meini, bist du schon ready? Ich finde, ohne Scheiß schon das ganz schön hoch. Und ich weiß, dass es nicht gelogen war. Ja, was soll schon passieren? Oh! Oh! Ey, dieser Junge ist so maximal unbegabt. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe vergessen, wie man da lenkt mit dem. Hoch mit dir. Nochmal. Und, wow, Alter, der war jetzt schon schnell. Der war jetzt schon 38. Tatsache. Du warst 37 km/h schnell. Also doppelt so schnell. Okay, jetzt habe ich immerhin eine Referenz. 37 km/h. Mal sehen, was die anderen können. Das ist definitiv der Sportwagen unter den Schlitten. Schnell, flach, mit Servolenkung und allem Zip und Zap. Okay. Und go! Ja! Der ist einfach fucking 200 Meter weg. Und deine Einschätzung, meine ich? 41, sage ich. 40. Nicht schlecht. Die Hälfte hast du schon mal. Nur die Hälfte. Doppelt so schnell? Da habe ich Angst. Wir kommen zur nächsten Schanze. Toi, toi. Falls
du merkst, dass du rechts in diese Steinmauer abhaust, springst du ab davor. Das haben mir die Sanitäter gesagt. Toi, toi, toi. Ein guter Holz aus, sagen wir da in Garmisch, gell? Du glaubst nicht, wie krank das von hier oben aussieht. Ich sehe überhaupt den Boden nicht. Das ist wie eine Wand, die senkrecht runtergeht. Ich habe überhaupt keine Lust, das zu machen. Es sieht richtig krank aus. Von unten ist das immer anders. Und, ich habe wirklich Schiss, muss ich dir wirklich sagen. Ich habe echt Schiss. Ich sag's nur ungern, Sebastian, aber ich bin froh, nicht in deiner Haut zu stecken. Mein Sportschlitten, der war ja schon bei 40 km/h quasi in seinem Grenzbereich und nicht mehr spurstabil. Die überschlage ich nicht auf dreifach. Ich glaube, der hat so viel Schiss, dass er da irgendwie verkrampft da oben. Ich weiß nicht, wie ich euch das machen kann. Okay, scheiß drauf. Scheiß. Die Lenkung abgerissen. Ach, scheiße. Es ist echt das Lenkrad abgerissen. Ja. Herr Memmix sitzt so verkrampft auf diesem Schlitten, dass er vor lauter Angst sich so an diesem Lenkrad festgekrallt hat, dass er es rausgerissen hat. Der ist auch nicht rennstreckentauglich. Vielleicht kann ich den reparieren. Du wirst es nochmal mit dem. Der Holzschlitten wird vollkommen unkontrollierbar sein. Da habe ich ja keine Confidence. Gut, jetzt habe ich natürlich auch kein Vertrauen mehr in diesen Bums hier. Ich muss es mit dem Teil trotzdem noch mal probieren. Immerhin bin ich da so ein bisschen eingefahren. Und wenn du vom Pferd fällst, dann musst du sofort wieder rauf. Das ist wirklich ganz schwer mit anzuschauen. So, der Meini kommt aus dem Norden. Vielleicht hat er als Kind nur mit Wattwürmern gespielt. Ich weiß es nicht. Das ist jedes Mal wieder Kacke. Jedes Mal. Wattwurm-Meini. Ich nenne ihn jetzt nur noch Wattwurm-Meini, glaube ich. So, ich muss einfach locker darunter lenken. Einfach locker lenken. Ah! 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 Oh! Alter! Wie schnell? 62. Das ist definitiv der Sportwagen unter den Schlitten. Schnell, flach, mit Lenkrad. Also da komme ich schon besser mit zurecht. Meini. Was stimmt mit eurem Blitzer nicht? Das waren 96 km/h. Das ist leider falsch. Sorry. Weißt du, was die schlechte Nachricht ist? Ich möchte das gar nicht hören. 62 km/h. Weißt du, was die gute Nachricht ist? Nein. Das bedeutet, du musst eine Schanze höher gehen. Niemals. Keinen Fall. Du wirst keine Chance haben hier an der. Da stimmt doch was mit deinem Blitzer nicht. Der stimmt perfekt. Das haben schon viele gesagt, aber der Blitzer stimmt. Ja, da kannst du sogar vor Gericht ziehen. Nein, 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 das ist ja immer andersrum. Die sagen ja immer, so schnell war ich nicht. Ich war schneller. Das sagt ja sonst niemand. Bist du da ganz sicher? Da bin ich ganz sicher. Und du bist so auch ein geeichter Typ? Ja. Amtlich und alles? Natürlich. Mhm. Mit Zertifikat. Ja. Wir sehen uns vor Gericht. Fertig. Sieht schon krass aus. Ja, das ist auch krass. Das ist auch absolut nicht nötig. Kann ich nicht da irgendwo in der Mitte starten? Das reicht doch jetzt für die dann noch ein paar km/h mehr. Und wenn er sich traut, dann glaube ich, gewinnt er heute die Challenge. Aber ich bin mir noch nicht sicher, gerade so, wie ich ihn sehe. Es ist tatsächlich eine Möglichkeit, dass Sebastian Meinberg das nicht macht. Schaut euch mal an, wie verrückt hoch das ist. Schaut euch das an. Wir sind gerade quasi auf 3000 Meter. Das ist vollkommen absurd. Total krank sowas.
Ich glaube, dieser Bob aus Plastik und diese Eisfläche hier, die machen es richtig krass heute. Ich glaube, in seinem Kopf ist echt auch gerade die Option, dass er es nicht macht. Der alte Wattwurm. Unten für oben. Höre. Ich sehe nur noch die Sanitäter da unten. Von euch sehe ich gar nichts. Man kann von hier oben, man denkt, man fährt eine Klippe runter. Ich glaube, du musst das nur einmal machen, dann bist du auf jeden Fall über 80 km/h. Ich vermute, ich bin dann eher so bei 180. Leute, ich finde es wirklich vollkommen verrückt. Vor allem das Problem ist ja, du kannst ja nicht einfach sagen, naja, ich probiere es jetzt halt mal und steig dann unterwegs aus. Er macht's. Ich glaube, er macht's doch. So, ich setze mich mal auf Abschussposition. Das ist so gemein, ey. Klar, ich will, dass er es jetzt irgendwie heil darunter schafft, aber wenn sie ihn da so ein paar Mal überschlägt, ein kleiner Teil von mir wünscht sich das schon. Ich habe wirklich richtig Schiss. Du kommst ja nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Ist auch so krass, so ein Psycho-Ding, sich zu überwinden. Ich meine, ich sehe jetzt hier nur die nächsten 15 Meter und dann geht diese Kante so richtig runter. Und dieses Ding, ich hatte es vorhin, da hatte ich das Gefühl, ich hatte es so gerade unter Kontrolle, aber so gerade, es war so echt so der Grenzbereich. Und das waren halt 62 km/h. Und hier habe ich ja dann safe über 100 drauf. Und da weiß ich nicht, was mit dem Ding passiert. Und naja. Fuck. Selbst wenn er stürzt, er weiß überhaupt nichts, was er machen soll. Ob er irgendwie sich gerade macht. Das ist einfach, der hat sich nicht mal aufgewärmt. Oh, Leute, scheiße, jetzt krieg ich langsam Angst. Also, Leute. Jetzt oder nie. Mein Puls ist auf jeden Fall schon bei 80, eher bei 180. Meini, wie ist die Stimmung da oben? Die Stimmung ist fantastisch. Schönes Alpenpanorama. Ich auf 3000 Meter Höhe. Da unten ein paar kleine Ameisen, die Katastrophentourismus betreiben. Was könnte es Tolleres geben? Es könnte sein, dass ich gleich eine Lawine auslöse. Aber es klang immerhin nicht so, als würde er es nicht machen, gell? Ich glaube, er zieht's durch. Okay, macht euch ready. Du ziehst durch, oder wie? Macht euch ready. Oder er prankt. Das war so übertrieben, ne? Er macht's nicht. In 10 geht's los. Er macht's doch. Es zählt, Leute. Scheiße, ich bin nervös. Ich frage mich manchmal, warum das eigentlich alles. Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Das ist nicht gesund. Es erfordert auf jeden Fall sehr, für mich zumindest, sehr, sehr, sehr viel Mut, mich da jetzt runterzustürzen. Aber ich finde, es erfordert auch viel Mut, es trotz des Videos hier nicht zu tun. Und ich glaube, ich tue es nicht. Es ist mir einfach zu gefährlich. Ich finde es zu krass. Aber den da unten machen wir jetzt noch ein bisschen Angst und ein schlechtes Gewissen. Es war so schlecht. Das ist Enttäuschung. Er fährt nicht runter da. Bisschen wack ist es schon. Boah, es ist nicht mal ansatzweise lustig auch, gell? Es ist ganz unangenehm, dem jetzt beizuwohnen. Sebastian, du hast dich obviously dagegen entschieden, da runterzufahren. Ja, ihm ist einfach egal. Ihm ist einfach egal, dass ich hier irgendwo hinter der Kuppe an der Bande liege. Ist ihm egal. So, jetzt schick den Heli und hol mich runter. Als Strafe musst du jetzt wenigstens die Treppen wieder runterlaufen, Sebastian.
Tja, der Walk of Shame. Aber dafür am Stück. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich finde es gut, dass du deine Grenzen kennst und das respektiere ich. Aber ich hätte es schon gern gesehen. Ja. Ist es zu krass? Mir ist es zu krass. Okay. Ist einfach verrückt. Du siehst das hier unten alles nicht. Es ist so hoch und so steil und da kommen zwei Dinge zusammen bei mir. Höhe und so Schneezeugs, das ist beides nichts für mich. Dann hören wir jetzt den Sound. Das bedeutet ein Punkt für mich. Ja, wenn ihr trotz dieser Enttäuschung ein Abo dalassen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Hier seht ihr, warum wir Funk verlassen haben. Weil es einfach nicht mehr läuft. Und da unten seht ihr 24 Stunden Fußball spielen, ob ich da besser performt habe. Ja, das seht ihr, wenn ihr das Video anklickt. Ich bin trotzdem froh, noch zu leben. Da bin ich auch in allererster Linie froh. Das glaube ich dir nicht.